ganz entspannt einmal jetzt dieses wunderschöne Team bewerten. Ja, das war mein Weekend League Team diese Woche. Wir haben es in verschiedenen Ausführungen gespielt. Zwischenzeitlich war es auch mal so. Habe ich dann aber hinten raus wieder geändert, weil ich kann enge Raute nicht mehr spielen. Könnt ihr auch mal sehr gerne in den Chat schreiben oder auch die Boys und Girls aus dem Stream-Highlight-Video. Ist enge Raute noch ein Ding? Ich kann das nicht mehr. Ganz komisch. Am Anfang war enge Raute so meine Formation. Da fand ich irgendwie alle Flügelformationen lost. Jetzt finde ich enge Raute irgendwie grausam. Weiß auch nicht. Chat sagt auch, enge Raute ist es nicht mehr. Cooles Team gewesen am Ende. Wie viele Sieger haben wir geholt? Ich glaube 13. Ich bin, glaube ich, bei 13,5 habe ich Weekend League aufgehört. Weil Server waren bei mir leider echt bodenlos. Ich muss sagen, also ich hatte Real Talk dieses Wochenende bis auf jetzt das letzte, die letzten beiden Games im Stream echt Spaß. Also weil das Team wirklich cool war. Das Problem waren die Server. Ich hatte irgendwie echt ein paar Serverprobleme. Das war ein bisschen Abfuck. Aber an sich, das Team hat eine mies Laune gemacht. Werde euch auch gleich zeigen, warum. Yes, ich habe Ingame gespielt. Vor Triple Two, dann am Ende. Ihr seht, wie die Spieler aufgestellt sind. Anweisung, ich glaube auch so wie letzte Woche, zentral orientieren, Abwehr überlaufen die Stürmer. ZOMs Defensive stärken, beiden Sechser hinten bleiben und Mitte abdecken, beide Außenverteidiger hinten bleiben. Und das sind meine Taktiken gewesen. Ohne Scheiß, David De Rea, wer noch FIFA 18 kennt, mit Fuß straight, De Fuß ist back. Macht den, der kostet glaube ich keine 30k die SBC. Rein in David De Rea. Geisteskrank geiler Keeper. 1 plus Preis-Leistungs-Verhältnis. Besser geht's nicht. Er ist komplett zurück. Und warum? Spielereigenschaft, Fußabwehr. Geisteskrank im 1 gegen 1. Bei Longshots ist er mir jetzt nicht sonderlich gut oder sonderlich schlecht aufgefallen. Aber 1 gegen 1 Tötungsmaschine. Wirklich. 1 gegen 1 Tötungsmaschine. 1 plus. Windheim. 1 plus. Ja. Er ist der Beste. Innenverteidigung. Ferdinand war okay. Ferdinand war okay. Ich tue mich echt schwer mit einer Note. Ich wäre wahrscheinlich bei einer 3 plus oder bei einer 2 minus für Ferdinand. Der war ganz nice. Halt nicht mehr, nicht weniger. Würde sagen, wahrscheinlich auch. Würde eine 3 plus sagen bei Ferdinand. Und ja, jetzt mal Real Rap zu Windheim. Fun-Karte. Tempo und Ausdauer ist okay. Also man kann ihn spielen, ohne dabei einen epileptischen zu kriegen, aber was Passen, Dribbeln und so angeht, ist natürlich zu schlecht. Klar. Ne? Da fehlt halt einfach, vor allem für die aktuelle Power Curve, ein bisschen was. Aber Tempo und so geht klar. Also ich konnte den spielen, ohne halt irgendwie Angst haben zu müssen, wenn der verteidigen musste. Das ging ehrlich fit. Ferdinand 3 plus, Rüdiger war bockstark. Richtig gut, Antonio Rüdiger. Deutlich besser als Ferdinand. 600.000 Coins kostet er immer noch. Ist sogar gestiegen. Vamos. Sogar echt gestiegen auf 640. Weil ich überlege, wem habe ich eine 1 plus gegeben bei den Innenverteidigern? Marquinhos und Cordoba, glaube ich, bis jetzt. Er ist auf jeden Fall einen Tacken drunter. Ich würde wahrscheinlich bei Rüdiger dann bei einer glatten 1 rauskommen. Ich glaube, ich komme bei einer glatten 1 raus. Wobei, ich muss Preis-Leistung einbeziehen, ne? Wenn Cordoba eine 1 plus, ja, ne, 1 minus. Rüdiger gebe ich eine 1 minus. Weil er hat halt Premier League Tags aus der Hölle, ne? 600k ist halt schon krass. Wenn du überlegst, ich glaube Cordoba kostet 480 oder so. Also hat er zumindest mal vor 2 Monaten gekostet. Aber die Karte ist, glaube ich, preismäßig relativ stabil. Kostet jetzt 400, 350 ist auch gut rutschen gegangen. Ja, dann 1 minus, 1 minus. Rüdiger Preis-Leistung ist nicht ganz so gut wie zum Beispiel bei Cordoba. Marquinhos ist die Preis-Leistung auch nicht. Also gut, Marquinhos kostet auch über 1 Million, aber ist halt auch eine Toti-Karte so, ne? Und ist halt auch mit Abstand das Beste, was es gibt. Roberto Carlos, 1. Bester LV im Spiel nach Cancelo und Davis wahrscheinlich. Freistöße bei ihm halt übel geil. Was man bei ihm merkt, manchmal die Kopfballduelle, weil der halt so ein Pimpf ist. Und Körper an Körper hat der manchmal seine Probleme. Aber sonst auch strong. Kanté, brauchen wir nicht drüber reden. 1 plus mit Sternchen, beste Karte im ganzen Spiel, bleibe ich bei. Bellingham war wild. Ich habe ihm am Anfang auf Engine gespielt. War gar nichts. Dann habe ich Catalyst draufgeschraubt und der Typ ist durchgedreht. Glaube, ich werde die nächste Woche nochmal spielen. Weil ich bin mit Bellingham noch nicht fertig. Ich will noch mehr von dem sehen. Aber aktuell, für die letzten 6-7 Spiele würde ich ihm eine 1 geben. Für die Games davor, auch in der engen Raute. In der engen Raute hat er mir nicht gefallen. Ich gebe ihm eine 2 minus.
Na, ich gebe ihm eine glatte 2 erstmal. Eine glatte 2 und dann gucken wir mal. Alter, Smith Rowe. Fuck. Okay, das hatte ich noch nie auf einem Offensivspieler. Alter. Alter. 18 Spiele, 2 Vorlagen. Boah. Boah. Das Ding ist, ich fand den eigentlich gar nicht so scheiße. Aber ich sag's dir ehrlich, ich habe 900k bezahlt. Ich glaube, der kostet 600. 700. Also es liegt auch ein bisschen an meinem Spielstil, weil ich viel über Haaland und Mbappé vorne im Sturm gegangen bin. Ne? Hab halt immer auf Erling gespielt, das stimmt schon, Pan. Aber, also, Mbappé hat wirklich auch sehr stabile Scorer gesammelt. Neymar hat auch sehr stabile Scorer diese Weekend League gesammelt. Wenn du nach 18 Spielen als Offensivspieler nur 2 Scorer hast, Bruder, das ist eine 5. Ich fand den auf dem Platz okay, aber Digga, 2 Torbeteiligungen, 18 Spielen, 5. Ich habe selbst mit Bellingham ein Tor gemacht und 6 Vorlagen, obwohl der im Zentrum gespielt hat auf der 6. Zumindest für die Woche. Vielleicht teste ich ihn immer nochmal, dann ist er besser. Neymar 1-. Ich bleib dabei. Neymar ist geil. Nicht ganz so geil wie die letzten Jahre, aber immer noch sehr nice. Wir haben den jetzt schon ein paar Mal gespielt. Ich habe den jetzt auch dieses Mal wirklich nur aus Chemiegründen drin gehabt hier für Kylian Mbappé. Was habe ich Mbappé gegeben, als ich ihn gespielt habe das erste Mal, dem Team of the Year? Was hat er da für eine Note gekriegt? War das glatte 1 oder 1+? Ich glaube, es war eine glatte 1, oder? Ja, weil da würde ich auch beibleiben bei Mbappé. Es sind super viele Coins, aber du kriegst auch einen super geilen Spieler. Ich persönlich bleib dabei, ich finde Ronaldo Team of the Year besser, bin ich ehrlich. Und 6 Millionen Preis-Leistung halt so eine Sache, ne? Klar, bei Toti-Karten ist Preis-Leistung sowieso immer schwierig, weil das halt nur mal die teuersten Karten sind. Aber ich fand Ronaldo Toti besser zum Beispiel. 43 Scorer an 28. Erling Haaland. Von den 28 Spielen muss man dazu sagen, ich habe 17 Weekend League Spiele gemacht, 5 Quali Spiele, 22. Das heißt, mindestens 6 Games waren, wo Gegner einfach gequittet sind, ohne ein Eigentor zu machen. Wir kennen es alle, aber das ist eine 1+. Das ist eine 1+. Für 500k ist ein Witz. Wirklich. Absoluter Witz. 500k. Das ist ein Witz. Ohne Scheiß. Er ist Spieltyp abhängig, wenn du ein Ballbesitzspieler bist. Langsam des Spielaufbaus, viel deine Stürmer mit dem Rücken zum Tor arbeiten, dann bringt es gar nichts. Ja, ist wirklich so. Weil dafür ist er nicht gemacht. Aber wenn du ein Konterspieler bist, so wie ich, es ist Liebe. Es ist wirklich Liebe. Es ist genau, also er spielt sich genauso wie Haaland in Real Life. Er hat ja dieses eigene, diesen Player-Scan oder wie das heißt. Wenn der einmal im Vollsprint ist, ciao, dann holst du den nicht mehr ein. Klar, Skills und Weakfoot geht mehr. Natürlich, aber das, was du an Tempo, Physis, Schuss und Durchschlagskraft bekommst, ist für 500k wirklich nice. Also ich sag's euch so, wie es ist. Klar muss man den Spieler am Ende auch fühlen. Ich fühle den, weil ich den in Real Life krass finde. Und ich fühle halt diesen sehr individuellen Bodytype, weil er halt seinen eigenen Player-Skin hat oder Scan oder Schlag mich tot. Aber, also ich kann ihn euch empfehlen, ohne Witz. Es ist halt mal ein Spieler, der nicht komplett Meta ist. Und nicht 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot hat und 1,80 Meter groß ist und mit dem du Skills oder so. Das ist halt mal ein ganz anderer Spielertyp. Aber probiert's aus, ohne Witz. 1+. Und das sage ich euch als Schalker. Ehrlich. Der den mit Windheim gelinkt hat. Aber das ist wirklich eine 1+. Der hat richtig Spaß gemacht. Der Abschluss ist Bombe. Komplett. Also das Einzige, was ihm fehlt, ist Dribbling. Wobei, das Dribbling, wenn er am Ball ist, ist eigentlich okay. Ihm fehlen nur Skills und Weakfoot. Es ist das Einzige, was fehlt. Sonst komplette Liebe. Geisteskrank. Alles in allem, Team, kriegt eine 2. Smith Rowe würde ich austauschen. Ferdinand. Wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich auch Windheim. Und ja, also ein babamäßiges Team, brauche ich drüber reden. Haben 2 Toti-Karten drin. Bellingham, Smith Rowe, die teuer sind. Neymar. Schon ein sehr nice Team gewesen. Wahrscheinlich würde ich in der Verteidigung ein bisschen was ändern. Aber sonst. Sehr nice. Sehr, sehr nice.